Wir erschaffen das Paradies. Ich habe mich mein Leben lang als Außenseiter empfunden. Nirgends passte ich wirklich dazu. Da war ein Teil von mir, der wollte dazugehören und passend sein. Denn anders zu sein, war auch einsam. Es gab niemanden, mit dem ich mein innerstes Empfinden teilen konnte. Ich verstand es ja selber nicht und dachte, ich bin falsch und mit mir stimmt etwas grundlegend nicht. Andererseits war da ein Teil in mir. Und heute kann ich sagen, Gott sei Dank, war er so stark, der nicht dazu passen wollte, der sich immer wehrte gegen das, was alle anderen taten, der immer gegen den Strom schwamm. Der Tag kam, an dem ich verstand, weshalb ich so bin, wie ich bin und nicht dazu passe. Es war eine enorme Erleichterung. Ich erinnerte mich, es gibt eine Art zu leben, ein freies, liebevolles, individuelles Miteinander im Einklang mit der Natur, den Tieren und den Menschen. Ich kannte es. Ich hatte es schon einmal erfahren. Und die Erinnerung daran steckt noch tief in mir. Ich erkannte auch, dass ich nicht allein bin, sondern dass wir so viele sind und dass wir es sind, welche diese Erinnerungen mit uns bringen, um sie wieder zum Leben zu erwecken, um dieses Paradies wieder auf Mutter Erde zu erschaffen. Also sei nicht traurig, wenn du denkst, dass auch du nicht dazu passt. Freue dich, denn auch du trägst diese Erinnerung in dir. Komm und gestalte das Paradies mit uns.